Another place and time without a great divide, and we could be one deadly eye. Hallo Stuttgart, gefräßige kleine Monster. Nein, nicht die Gremlins, sondern die Youngster von RB Leipzig. Bitten zum Tanz. Das hier ist der DFB-Pokal, die dritte Runde, die wir hier sehen. Wir spielen zu Hause und sind natürlich absoluter Favorit. Ihr seht die Mannschaftsstärke, 889 gegenüber 824. Das ist nicht mal unbedingt das Thema, aber wir spielen natürlich zu Hause und unsere Form ist nach zuletzt 3 Siegen sehr, sehr gut. Und bei Stuttgart sieht es eben ganz, ganz anders aus. Der Trainer Sam Allardyce, der steht kurz davor, entlassen zu werden bei den Schwaben. Ich habe ja das alte Wappen noch drin. Ich muss mal gucken, ob ich das neue dann irgendwo mal finde und einbinden kann. Das ist natürlich mal ein bisschen Arbeit, aber mal schauen. Die erste Minute, sie läuft immer noch. Und in dieser ersten Minute hatten wir gleich mal 3 Ecken. Ich glaube, das ist auch ein Novum hier im Let's Play. Die Chancen bis jetzt nur für uns. Und jetzt kommt die nächste, Jeremy Toljan mit der Flanke. Ulreich verschätzt sich, aber gut für ihn, schlecht für uns. Da hinten steht noch einer, ein Abwehrspieler, Niklas Süle, ehemals Hoffenheim, der jetzt hier in Stuttgart spielt. Ja, das sollte die vierte Ecke kommen, die kommt aber nicht. Stattdessen eine Chance, die aus dem Spiel heraus initialisiert wird. Anthony Jung von links geht nach innen, passt zu Afdiay und aus 17 Metern unser Zehner. Hat da absolut überhaupt keine Mühe. Ulreich kommt da noch hin, aber er kann es nicht mehr verhindern. Und das klingt ja so ein bisschen wie auf dem Volksfest, wie auf der Kirmes. Ne? Wenig Stimmung, muss ich sagen. Man kann die Musik sehr, sehr gut hören, ansonsten war es immer schwierig. 23 Minuten vorbei, also fast eine Viertelstunde jetzt hier Leerlauf. Und dann bricht Johannes Geis hier das Schweigen mit dem langen Ball in die Spitze. Aber der VfB Stuttgart schien zumindest bis zu dieser Möglichkeit jetzt hier ein bisschen sich gefangen zu haben. Timo Werner, der ehemalige Stuttgarter, wird von Santana noch ein bisschen gestört. Aber das war nur Aufschiebung und letztendlich macht er hier das zweite Tor für uns. Und ja, es geht sofort weiter. Ich habe gerade gesagt, super, das kann ich auch sofort nochmal machen. Ja, das ist immer ganz bitter, wenn du als Abwehrspieler da reingehst und dein Bestes gibst und dann letztendlich doch zugucken musst, wie dein Gegenspieler mit dem Glück an seiner Seite da diesen Ball wieder bekommt und ihn dann reinschießt. Jetzt die erste Möglichkeit nach 34 Minuten für den VfB Stuttgart durch einen Ex-Spieler von uns. Islam Ferus wollte da durch auf der rechten Seite und Anthony Jung hat da was gegen. Er kennt ihn natürlich auch. Er weiß, was er gemacht hat bei uns, weiß, was seine Stärken sind und was seine Schwächen sind. Und dementsprechend kann er das sehr gut klären. Er ist natürlich auch mit 26 mittlerweile der erfahrenste Spieler von uns. Gelbe Karte, Christian Gentner, 43. Minute. Und der hatte vorher Geis gefoult. Das war nicht das Thema. Und Steven Sama scheitert am Torwart. Also er hat dann den Vorteil laufen lassen, so war das. Ja, mit einer Möglichkeit für Stuttgart und mit 2 Toren für uns gehen wir in diese Halbzeit. Ich glaube, diese beiden Sätze verdeutlichen ganz, ganz genau, wie das hier gelaufen ist. Überlegen geführtes Spiel von uns. Und ja, das könnte der 4. Sieg in Folge werden. Dann haben wir diese kleine Schwächephase da sehr, sehr gut überstanden, die ja nur europäisch geprägt war, muss man auch dazu sagen. National lief das ja alles trotzdem wie geschmiert. Wir haben es so gut wie geschafft, ist eigentlich ein Spruch für die Tonne. Ich versuche das mal. Ich will ja nicht immer nur dasselbe hier brabbeln. Also man muss die auch mal so ein bisschen hier von der Hand lassen, die Leute. 18 von 20 in der Stimmung. Teamwork 67. Und merkwürdigerweise ist die Euphorie gar nicht so da. Ja, man hat also Stuttgart hier doch noch auf der Rechnung. Das finde ich gar nicht mal schlecht. Afdiay und Werner super heute drauf. Beide mit einer 1 bzw. 1,5. Waldschmidt muss ein bisschen Rost abschütteln. Genauso wie die Außenmittelfeldspieler hinten sieht es auch sehr, sehr gut aus. Dann gucken wir uns das am besten mal an. Die loben wir. Das funktioniert auch beides. Vasiljevic, den müssten wir motivieren. Vieren haben wir ja keine mehr. Dann könnte ich jetzt noch sagen, vorne der Luca Waldschmidt. Der ja, so schnell geht's. Momentan Stürmer Nummer 2 ist. Dann könnten wir noch sagen, Sama aufgrund des Selbstvertrauens, dass das hochgehen soll. Im Bestfall hat natürlich nicht funktioniert, wie immer.
88, da mal eine 85. Ich würde auch sagen, hinten Anthony Jung. Das ist ja jetzt der nächste Matuschka in 8 Jahren. Dann wird ja auch der Herbergsopa sein. Jeremy Toljan, 87, vorne Waldschmidt. Ja gut, dann haben wir die Abwehr hinten abgedeckt. Vasiljevic, da könnte ich ja sagen, dass Gnabry reinkommt, wenn er dabei ist, genau. Mike Stöcker hätte ich auch ganz gerne jetzt mal drin. Aber noch nicht sofort. Es müsste schon noch ein bisschen Zeit vergehen, bis man sicher sein kann, dass das Spiel auch weiterhin so gut in der Hand von uns ist. Und dann sehe ich da kein Problem. Konzentration, zweite Halbzeit. Was wird dem VfB Stuttgart einfallen? Momentan nicht so viel. Jetzt hat sich Geist die gelbe Karte abgeholt. In bester Kimmich-Manier gegen Fernando mit dem taktischen Foul. Gefährliche Freistoßentfernung. Mal schauen, wie sich das jetzt äußern wird. Was da genau bei rauskommt. Das ist eine gute Chance. Konstantin Rausch, Exanova, der kann sowas. Über die Mauer in die linke Ecke. Jetzt hängt's an Jonas, ja. Und der faustet das Ding zur Seite weg. Gott sei Dank nicht nach vorne. Da hätte nämlich dann einer stehen können, der uns dann die lange Nase zeigt. Jetzt für wir mit dem Freistoß. Anthony Jung. Timo Werner lacht hier das Glück. Harmloser Freistoß. Oh Gott, Ulreich. Ulreich macht den Fehler. Ja, und damit steht es 3:0. Zwei Buden vom Ex-Akteur. Und die nehmen auch sofort raus jetzt. Der kann jetzt auf der Bank weiter feiern. Dafür kommt Jochen Seitz in die Partie. Und ich denke, wir machen das Gleiche auch mit Donis Avdiay. Super Leistung wieder von ihm heute. Ja, da kann man wirklich nur Beifall klatschen. Jetzt kommt die nächste hundertprozentige Chance. Und Avdiay darf nochmal. Lässt Fernando stehen, legt auf Volland auf. Ulreich kann das Ding noch parieren. Aber da steht dann eben wieder ein Stürmer. Das ist wie verhext heute für die Stuttgarter. Wahnsinn. Jochen Seitz mit dem 4:0. Wir haben gerade mal 55 Minuten gespielt. Also ich glaube, jetzt können wir das ganze Ding hier mal locker runterfahren. Also wir stellen uns jetzt tiefer hier, ganz tief und versuchen das auf Konterspiel. Ich nehme das jetzt wirklich als Testmatch heute. Pressing auch nicht so viel. Mal gucken, wie das weitergeht jetzt. Eckball von Volland ist die vierte im Spiel, nachdem wir 3 schon in der ersten Halbzeit hatten, in der ersten Minute. Kopfball Geis. Kontrolle übernehmen, alles bestens. Ich würde sagen, strudig für Geist. Dann haben wir das auch erledigt. Schade, ein bisschen zu spät. Er hatte kurz vorher, bevor ich jetzt gewechselt habe, noch eine 2-5. Aufgrund, glaube ich, dieser Chance, die er hatte. Aber gut, es ist eine halbe Stunde, die jetzt noch zu spielen ist. Und da packen wir das, glaube ich, jetzt auch mit Strudig da hinten. Er hat eine 75, also bitte. Ist ja schon fast ein Verbrechen, dass ich daran zweifle, dass der das packt. Kevin Stöger für Alexandru Maxim auf der Offensivposition. Ja, mit einer 72 Maxim, der ja auch sehr, sehr gute Standards schießen kann. Aber da hat er eben Konkurrenten mit Konstantin Rausch. Ulreich mit einer 5-5. Dass ich das noch erleben darf, das ist normalerweise auch ein Torwart, der uns permanent in die Suppe spuckt oder eben jenige versalzt. Und heute, ja, legt er so ein Spiel ab. Fehler ohne Ende an sämtlichen Ecken und Kanten. Vasiljevic war mal beteiligt. Jetzt hat er auch eine 3. Also er hat sich sehr, sehr gesteigert gegenüber der ersten Halbzeit. Insgesamt muss man sagen, Waldschmidt, Volland, die einzigen, wo man heute sagen kann, das ist mittelmäßig. Ansonsten, die schmeißen nicht alles so rein. Der Jochen ist auch mit einer 1 natürlich aufgrund seines Tors. Vasiljevic ist durch, flankt nach innen. Felipe Santana fälscht das Ding zu Jung ab. Und jetzt dürfen sie alle mal. Alter Schwede, ist das bitter jetzt. 5:0 für unsere Jungs gegen bemitleidenswerte Stuttgarter. Kontrolle übernehmen. So habe ich das mit Sicherheit nicht erwartet. Das ist ein Pokalspiel. Ein Pokalspiel. Traumtor von Ferruz. Ja, zumindest jetzt noch das Ehrentor. Doppelpass mit Arthur Zubiek. Kommt der zum Schuss. Hebt den Ball über Jonas. Und letztendlich überlistet Ferruz dann unseren Keeper. Naja, jetzt steht hier, uns klappt alles, nachdem die ein Tor schießen. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Was ist denn jetzt hier kaputt? Eckball Rausch. Ja, ich weiß, was kaputt ist. Die schmeißen alles nach vorne. Niklas Süle. Niklas Süle. Wollen die mich verarschen? Jetzt haben die das zweite Tor kassiert. Also, ich glaube, diese Mannschaft kann wirklich nicht kontern. Sie kann es nicht. Wir müssen das jetzt noch ein bisschen hochfahren hier. Das ist ein Thema hier. Das ist unglaublich. Also, die führen 5:0 und dann hören die mit einem Mal auf zu spielen. 74. und 75. Zwei Gegentore. Wir haben noch eine Viertelstunde, also das kann theoretisch noch interessant werden.
Das will ich jetzt überhaupt nicht abstreiten. Aber Stuttgart scheint sich jetzt auch damit zufrieden zu geben. Man kann natürlich jetzt sagen, okay, das hängt an zwei Positionen. Strohdiek hinten als Absicherung und vorne Stöcker als Spielgestalter, als Verkappter, was nicht so wirklich funktioniert. Aber nicht zu früh hier urteilen, denn jetzt ist Strohdiek zumindest hier mal beteiligt. Legt auf Waldschmidt, während Alt-Santana schießt auf die lange Ecke. Ulreich ist noch dran. Ja, ihr wisst, wer da steht. Ihr könnt euch vorstellen, dass jede Mannschaft der Welt diesen Typen gerne da vorne stehen hätte. Was der eine Nase hat, das ist unglaublich. Eckball Volland, es steht schon 6:2 und das Ding hier geht immer noch weiter. Es geht immer noch weiter, Luca Waldschmidt kann sich gegen Santana durchsetzen, der ist heute auch nur Deko. Der Brasilianer. 5,5. Alter. Also das würde bei mir nicht funktionieren. Gelbe Karte, Steven Sama mit einer 3 heute ein bisschen schlechter als Kempf, sein Nebenmann. Aber ich glaube, das Wort schlecht, das streichen wir heute mal raus aus unserem Wortschatz. Schlecht hat sich über 2 Minuten hingestreckt. Die 74. und eben die 75. Und vielleicht jetzt, wenn es dumm läuft, auch noch die 88. Schießt aus spitzen Winkel, gemeint ist Rausch. Gegen Volland hat er sich durchgesetzt. Pfosten. Ja, für die ist es jetzt gerade nur noch ein bisschen Trainingsspielchen. Und logischerweise für uns auch. Das Ergebnis ist so klar, du kannst nicht mehr in 2 Minuten 4 Tore machen. Strohdiek nochmal gelb. Das kann nicht am Zeitspiel hängen. Ja, ein taktisches Foul gegen Stöger. Gefährliche Freistundentfernung nochmal. Kommen die auf 3:6 oder bleibt es bei der 4-Tore-Differenz? Was natürlich insgesamt schon ein Debakel ist für Stuttgart, sich hier so zu präsentieren. Aber da hat Jonas keine Probleme mit. Das 26 Meter ist auch eine Distanz, wo du natürlich viel Zeit hast, dich auf irgendwas einzustellen. Ja, der Schlusspfiff. Wir haben sehr, sehr viel gesehen in dieser dritten Runde des DFB-Pokals. Hier für euch nochmal die Chancen dieser Partie. Ballbesitz in beiden Halbzeiten deutlich für uns ausgefallen. Und bei den Möglichkeiten sieht es eben so aus, dass wir 8 gute Chancen hatten. 4 davon 100%ige. Bei Stuttgart 8 Möglichkeiten insgesamt und davon nur 3 mittelmäßige. Aber immerhin 2 Tore geschossen. Und Ferruz war einer von diesen Torschützen. Note 3,5. Der war ja, glaube ich, bei Schalke am Zettel gewesen. Und je nachdem, wie die Saison weiter verläuft, wenn Schalke sich oben festbeißt, Stuttgart eben nicht in Richtung Europa gehen kann, dann glaube ich, ist Islam Ferruz einer derjenigen, die man da ausklammern kann, die eben nicht dafür verantwortlich sind. Gutes Spiel gemacht, wie ich finde, unser Ex-Akteur. Ja, und jetzt gucken wir mal rein, wie der Rest gelaufen ist, was es für Entwicklungen gab, was es für Überraschungen gab und natürlich, wie die Auslosung ausfällt. Bis gleich. So, Dala, die erste Amtshandlung. Dieses Nachbericht ist mal wieder eine Strafe. Das war Meckern. Meckern mag ich ja nicht so gerne. Auch wenn es natürlich bei diesem Spielstand, den wir hatten, da nicht so schlimm war. Ich muss ein bisschen besser aufpassen. Bei Vasiljevic habe ich einmal das hier gedrückt, obwohl ich das gar nicht wollte, habe es nicht gemerkt. 2000 Euro Geldstrafe für Sama. Die Disziplin ist perfekt. Hatten wir das schon mal? Perfekt ist natürlich eigentlich im Grunde eigentlich nichts zu meckern. Noch nie negativ aufgefallen. Ja, dann müssen wir das so machen. Wir die ihn ja nicht umbringen, Mensch. Das verdient er wahrscheinlich in einer Stunde, wenn er am Platz steht, diese 2000. Ferruz, bester Mann für Stuttgart, wie eben schon gesehen. Bei uns ist es Jochen Seitz mit 2 Toren. Von der Bank rein, perfekter Joker. Ich glaube, das ist er einfach. Obwohl es eigentlich fast zu schade ist, den immer nur reinzubringen. So ein bisschen verschwendet. Ich glaube, das ist dann eher besser, wenn man wirklich auf die alte Hackordnung zurückgeht. Natürlich die Form immer mit einberechnet. Waldschmidt auf der Position 3 ganz dicht eben an Jochen Seitz dran, dass man eben diesen Konkurrenzkampf da hat. Mike Stöcker und Patrick Strohdiek, das waren heute Wechsel, die uns letztendlich nicht wehgetan haben. Es war mal schön zu sehen, wie die sich schlagen. Und ja, im Falle von Mike Stöcker ist es, glaube ich, einfach noch ein bisschen zu früh. Da wird es sich wahrscheinlich auch anbieten, dass man vielleicht sagt, genau wie jetzt bei Denis Yormaz, eine Laie. Vielleicht zu einem Bundesligisten, aber vielleicht auch besser zu einem ambitionierten Zweitligisten. Das könnte ich mir vorstellen. Dann hätten wir in der Jugend mit Sicherheit jemanden, den wir da hochziehen könnten. Sehr, sehr viele schlechte Noten bei Stuttgart. Wen wundert's? Die Mannsprache, das hat wunderbar funktioniert. Statistiken haben wir eben schon gesehen. Da müssen wir gar nicht viel sagen. Spieler des Spiels ist Jochen Seitz. Bin ich gespannt, was da für eine Formbar rauskommt jetzt bei den Jungs.
Ja, die Ergebnisse, da haben wir sie. Gladbach gegen Bayern, das war ein knappes Ding. Verlängerung, Martinez in der 115. Minute macht er da den Sieg klar für die Münchner. Und ich habe schon gedacht, wir hätten hier einen Kantersieg gefeiert, aber da haben wir noch Schalke nicht mit einbezogen. 7:0, Duxch mit 3 Toren, Kevin Prince Boateng mit 2 Toren und dann eben noch von Draxler und von Hillierim 1. Die armen Freiburger, vor 71.000 Zuschauern hier förmlich abgeschlachtet worden. Wien-Wiesbaden 0:2 gegen Hannover, fallen also auch raus. Paderborn, schade, muss ich wirklich sagen. In Dortmund, vor 78.000 Zuschauern, sich sehr, sehr gut präsentiert. Nur mit 1:0 verloren, der Zweitligist, die ja vor allen Dingen einen sehr, sehr guten Saisonstart hingelegt haben. Der HSV, wie in der Wirklichkeit, komplett grottig. Verlieren gegen Nürnberg, also den Zweitligisten. Den konnten sie nicht besiegen, das nach Halbzeitführung. Also ganz, ganz schwach. Und man kann ja von Hamburg halten, was man möchte, aber ja, als Fan siehst du das natürlich alles viel, viel differenzierter und siehst da nicht gleich alles schlecht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt über den Sommer, da ist viel passiert, ne, mit Beiersdorf, der zurückgekommen ist und der auch natürlich viel Arbeit hatte, einiges bewegen konnte. Also ich finde, es sind schon gute Transfers getätigt worden. Aber das ist natürlich nichts, wenn der Trainer die nicht aufstellt. Ne, Mirko Slomka, von mir ja noch als Heilsbringer irgendwo gefeiert gegen Ende der letzten Saison. Hat Hamburg zwar gerettet, aber die große spielerische Vielfalt ist da nicht vorhanden gewesen. Und mit einem Van der Vaart als Spielmacher und mit Lasogga vorne, mit Rudnevs, der auch nicht schlecht ist. Sua hat man jetzt verliehen. Ja, da hängt es normalerweise vorne nicht. Das ist, glaube ich, eher das Problem, was hinten ist. Ne? Müsste eher mal so sehen, die Null muss stehen, wie früher Huub Stevens bei Schalke. Und darauf dann eben aufbauen. Aber es ist ja permanent so, dass, wie jetzt auch gegen Paderborn, dass die Abwehr hinten einfach mit Westermann und Co., die stellen sich manchmal an wie eine Schülermannschaft. Boah, da weiß ich nicht. Da weiß ich nicht. Da kannst du vorne kaufen, was du möchtest. Wenn es hinten halt permanent scheppert, dann ist dir die große Weisheit natürlich auch nicht mit Löffeln gefressen worden. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht bei Hamburg. Ich glaube, da muss man ein bisschen Zeit geben, aber so viel Unruhe, wie diesem Verein immer herrscht, ich glaube, da ist mit Zeit irgendwie nichts. Habt ihr aber selber wahrscheinlich gemerkt, über die letzten Jahre. Auch mit dem Trainerverschleiß, der da geherrscht hat. Heidenheim 3:2 gegen Leverkusen. Niederlechner in Führung. Für die Heidenheimer dann Robbie Kroos mit dem 8, in der 18. Minute mit dem Ausgleich. Davy Selke, Ex-Bremen und ich glaube auch Ex-Hoffenheim. Dann mit dem 2:1, 3:1 zu Strauß und Jungmin Son, auch ein ehemaliger Hamburger. Das war nur noch Ergebniskosmetik. Also das ist eine dicke Überraschung, dass sich die WXL 4 verabschiedet. Und dann haben wir noch als letzte Partie auch Verlängerung. Der FC St. Pauli kann sich da durchsetzen gegen die Cottbusser vor knapp 7.600 Zuschauern. Die Stimmen, sie können ja eigentlich nur positiv sein bei uns. Natürlich nicht bei Stuttgart. Und da bin ich gespannt, ob Sam Allardyce seinen Posten jetzt noch halten kann. Ob er noch tragbar scheint für den Vorstand. Den Sieg muss man umso höher bewerten, wenn man sieht, welche Gegentore wir bekommen haben. Das waren 2 Glückstore. Nö. Quatsch. Das Ferus-Tor, das war schon super rausgespielt, was man eben da im Text lesen konnte. Das zweite, das war halt eine Standardsituation, wo kein Mensch irgendwo stand. Und da ist es halt für einen Profi dann relativ einfach, das da reinzumachen. Da redet er sich ein bisschen zu leicht, ein bisschen zu einfach. Mit der rosa-roten Brille. Darf man natürlich jetzt nicht überbewerten, diese 2 Gegentore, weil man eben 6 geschossen hat. Nur, man hat eben auch gesehen, was es dann eben bedeutet, wenn du gegen gute Mannschaften spielst, dann sind 2 Gegentore dann eben 2 Gegentore. Und wenn du vorne keine schießt, wie gegen Tottenham zum Beispiel, oder gegen Ajax, dann nur 1 machst, dann ist es zu wenig. Dann verlierst du 1:2 oder eben dann 1:5, wie im Falle von Tottenham zu Hause. Und ja, der gute Sam, wir spielen keinen guten Fußball. Durch die Niederlagen haben wir Selbstvertrauen und Sicherheit verloren. Im Moment sind die Spieler wie gelähmt. Bis auf die 2 Minuten, die verrückten 2 Minuten, 74., 75., da war ja wirklich gar nichts mit denen. Ja, die besten Spieler. Hakan Çalhanoğlu, auch noch so ein Thema, das natürlich Hamburg beschäftigt hat im Sommer. Aber da ist auch alles gesagt gewesen zu Salz mit 4 jetzt. Hamburg kann ja nicht mehr mitmachen. Der Shimon Abu Hasera für Hansa Rostock ist auch schon raus. Schalke, Duxch ist noch dabei. Rubio ist raus, Salah ist noch dabei, Niederlechner.
Martinez. Es wäre mal ganz schön, wenn man nach Timo Werner vor ein paar Saisons hier nochmal den inoffiziellen Torschützenkönig des Pokals stellen könnten. Wir gucken gerade nochmal auf die Spiele. 3 Partien jetzt gemacht hier. Sebastian Jung ist da ganz oben anzusiedeln. Also 3 Spieler mit der 2,5. Wir haben hier aber bessere gesehen schon. Also das ist ein bisschen merkwürdig. Hier Martinez mit der 1,5. Na, bei uns hat keiner so viele Spiele gemacht. 2 war das höchste. Weihrauch, Afdiay, Seitz und Jonas mit einem Spiel. Ja, so ist es. In so einem Spiel ist es einfach zu heiß, dann den Ersatztorwart reinzustellen. Wenn da irgendwas schief geht, dann fliegst du in der dritten Runde raus und dann hat der Vorstand einen Hals und vielleicht schaukelt sich das wieder auf. Bis zu der Winterpause, wo es eben jetzt wichtig ist, natürlich vor allem in der Champions League da oder europäisch insgesamt eben auf Kurs zu bleiben. Verletzungen, alles weg. Samit Yesil für Freiburg und Calhanoglu. Eine Woche muss er zugucken und Schürrle eben für Dortmund noch 3 Wochen weg. Das waren die großartigen Verletzungen, sehr, sehr viele rote Karten, die wir hier sehen können. Ja, und jetzt ganz in Ruhe würde ich sagen, gucken wir uns die Auslosung an. Da ist ja nicht mehr viel vorhanden hier, ne? Also diese 8 Mannschaften, die wir da sehen, mit Großkaliber natürlich, Bayern, Dortmund, Schalke. Der Rest dürfte machbar sein für uns. Ich finde es jetzt wichtig, ich wollte es gerade sagen, dass wir zu Hause spielen und dann gucken wir uns an, welcher Gegner jetzt wirklich dann ausgelost wird. Ja, gegen den FC Schalke spielen wir. Im Viertelfinale. Der erste FC Heidenheim, schön, dass die das Heimspiel haben. Aber ich glaube, das ist das Drittligist normal. Gegen St. Pauli. Das ist das machbarste Los von allen. Weil bei Nürnberg haben wir gesehen, ne? Hamburg hat sich da, oder könnte sich ein Scheibchen von abschneiden. Nürnberg dann zu Hause gegen Dortmund. Und jetzt haben wir noch das Duell Hannover gegen Bayern, was dann in die Allianz Arena stattfinden wird. Und mal gucken, wann die Spiele ausgetragen werden. Am 7. Februar 2018. Also wir fangen ja schon ein bisschen früher an, zumindest was die Bundesliga angeht, Ende Januar. Ja, schöne Partien, wie ich finde. Man kann sich nicht immer die leichten rauspicken. Es ist sowieso klar, wenn du in einem Pokal mitspielst, musst du irgendwann sowieso jeden schlagen, wenn du gewinnen willst. Das ist klar. Und man kann es auch positiv sehen, je früher du die dicken Brocken da im wegräumst, umso besser ist es für dich. Ja, dann haben wir wieder so Finals wie Köln gegen Kaiserslautern im letzten Spiel, im letzten Jahr. Jeremy Toljan, das war ja die Vertragsverlängerung. Ich habe jetzt 3 Tage, glaube ich, Pause gehabt. Ich muss mich ja mal erst mal ein bisschen orientieren, wo ich hier bin. Bis 2019 läuft es. Also es ist noch nicht jetzt so, dass der ab dem 1. Januar sich was anhören dürfte, das erst im nächsten Jahr. Ja, wir hoffen natürlich, dass der bleibt. Das ist ja ein Schnäppchentransfer damals gewesen. Ich glaube sogar ablösefrei von Hoffenheim, die abgestiegen sind. Ja, und jetzt die Bayern. Jetzt die Bayern. Ihr habt es gerade unten schon gesehen. Nämlich genau das hier. Er hat verlängert. Und jetzt müsste das doch eigentlich, wo steht denn das hier? 2 Jahresvertrag. Wenn es vorher bis 2019 ging, jetzt dann also bis 2021 haben wir den bei uns fest verpflichtet. Hat ja eben auch ein sehr gutes Spiel wieder gemacht auf der rechten Seite. Was ja nicht unbedingt seins ist. Noch nicht. Also 100% noch nicht eingespielt, da fehlt nicht mehr viel. Es ist dann wirklich ein Luxusproblem.